immer Grand Canyon. Und ja, ein Allradfahrzeug, wenn richtig schön hochgebockt, wie ihr seht. Schaut euch mal die Daten an, kein 3,5er mehr, da sind wir schon bei 4.100 Kilo. Aber sehr kurz, 5,93, ein sehr kurzes Fahrzeug, auch gar nicht so breit. Höhe ist halt sehr gut. Gehen wir mal rein. Hier mit der Ausstattung sehr schön Ledersitze. Leiter nach oben, vielleicht gehst du mal hoch und schaust, zeigst du das Bett. Ja, sehr fein. Also Raum optimal genutzt. Ja. Küche auch genauso wie es sein muss. Drei Schubladen. Zwei Flammenkocher. Piezozündung. Schönes Waschbecken. Ein großer Kühlschrank. Oh, den kennen wir. Ja. Großer Kühlschrank, zeig mal. Ja. Tedford Kühlschrank, den haben wir auch, ja, wir haben einen größeren. Genau, wie ich finde, auch ausreichend Schränke. Okay, die werden nicht besonders tief sein. Wir machen mal so einen Schrank, so einen Oberschrank hier auf. Ja, guck mal auf. Nicht besonders tief, aber Gott, also für Küchenutensilien reicht das allemal. Ja. Außerdem hat man ja hier unten noch die Schubladen. Ja, machen wir eine Schublade auf. Schauen wir uns mal die Schubladen an. Genau. Ja. Ja, lässt sich voll ausziehen. Ja, absolut. Also. Soft-Close haben wir hier auch, ja. Soft-Close, auch hier oben, denke ich mal. Nee, das sind ja, die... das ist nur, klar, für die Anschlüsse. Ah, nee, hier. Anschlüsse, nein, vielleicht nein, noch was zum Rausziehen. Nein, nein, da kannst du vielleicht noch was... Nee, okay, und hier haben wir die Toilette, aber ich muss jetzt aber so... Dann musst du nochmal zurückkommen. Zurück. So, dann können wir hier aber noch hier die Sitzgruppe zeigen. Ja, ist okay. Genau. Kann man ausklappen. Wie gesagt, Leiter hier oben. Hier haben wir die schönen Mercedes-Sitze. Das Leder, jetzt geben wir mir Toilette. Beziehungsweise Dusche, Bad. Ja, Standard würde ich jetzt mal sagen. Das kennen wir ja hier. Kann man hoch und runter machen. Toilette, Banktoilette. Ja, von Tedford. Schön hier alles mit Spiegeln. Und hier kann man das zuziehen. Da macht man nicht so viel nass. Das gefällt mir nicht so gut, dass hier alles aus Holz ist und nur damit. Ja, das kann zu Fäulnis fühlen. Oder die haben eine spezielle Lackierung drauf bestimmt. Vielleicht irre ich mich da auch und tue jetzt Hühner. Unrecht. Und hier haben wir, oh ja, hier passt ein bisschen was rein. Sehr tief sind ja, und die hier jetzt noch nicht. Mal, ne? Du stehst noch mal in einem Bett. Das kann man noch genau, mal runter. Das kann man runter machen. Hier so ein Querbett ist es. Und hier aber noch mal oben. Ich bin jetzt wehgetan? Nee. Ja, Staufläche. Die gehen aber ganz schön stramm runter. Und hier haben wir noch mal unten. Technik nehme ich an. Ja, dass hier Technik. Die Technik ist. Technik ist da. Da ist noch mal ein Schrank. Da ist noch mal ein Schrank. Ja, hier noch mal. Machen wir mal alle drei auf. Und da ist Note. Oh, das ist aber nicht schön verbaut. Also, da sind wir ein bisschen anders gewohnt von Knaus jetzt. Aber in dem Fall. Aber okay, gut. Den habe ich schon aufgemacht, den Kühlschrank. Ja, schauen wir uns das Auto jetzt noch mal von außen an. Hier noch mal die Technik, das Technikpanel. Normale Mercedes-Technik hier, also Mercedes halt, klar, wie man kennt, schön. Und so sieht er von außen an. Ja, hoch da, haben wir das Dach, Zelt. Ja, hier nochmal, kann man gerade sehen, das ist der Campingtisch, die Campingstühle, auch schön platziert. Und wie ich gerade gesagt habe, hier nochmal ein Querbett. Ja. Wenn man das dann runter macht, das ist natürlich toll, um auch mal längere Sachen zu beladen, ne? Wenn man tatsächlich mal längere Sachen mitnehmen will. Ist das schön, dass das jetzt zu öffnen geht und dass man noch mal ein zusätzliches Bett hat. Genau. Hunde können ja hier dann 3 bis 4 sogar schlafen, wenn man sich ein bisschen kuschelt. Genau. Ja, schönes Auto. Hat auch schöne Reifen. 4x4, Allrad, Allterrain, BF Goodrich. Also nichts, was man nicht kennt. Schaut ihn euch noch mal von vorne an, in aller Pracht. Den Hümer, Campervan. Ja, schönes Auto.